Oh ja, muss ich vergessen haben oder so. Danke. Ist das Beste für alle. Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Hey, was ziehst denn du hier für eine Show ab? Die, bei der man zahlt und dafür keinen Ärger kriegt. Hast du ein Problem damit? Ich habe ein Problem mit dir. Und jetzt verzieh dich, bevor ich dir eine reinhaue. Oh! Headshot. Hier hast du dein Scheißgeld. Schön, dass du es dir anders überlegt hast. Aha. Komm, ich nochmal blitzen lassen. Deine Kohle hab ich schon. Hey, Derek will das Geld für den Haarschnitt. Ah, hier. Ich will keine Probleme. Nächstes Mal nicht wieder auf den letzten Drücker. Nico? Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Hey, Arschloch. Ich bin nicht in Stimmung. Geh mir aus den Augen, bevor es dir leid tut. Keine Chance, Kumpel. Derek will seine Kohle. Derek kann mich mal. Was soll der Fettsack schon machen? Mich abmurksen? Hey, das hast du gesagt. Warum versuchst du's dann nicht, Arschloch? Zeig's ihm! Headshot. Was willst du tun? Ich war nur zu einem Entspielen. Okay. Hat noch jemand ein Problem damit, seinen scheiß Haarschnitt zu zahlen? Ja, ich. Ich bin bis nächstes Jahr. Waffen sind hier nicht erlaubt. Na ja, den hier hab ich schon. Schade. Treppe, Treppe, Treppe. Hier ist das Geld, Boss. Gute Arbeit. Hier ist dein Anteil. Wie du das mit Bill geregelt hast? Beeindruckend. Steve hätte sich beinahe eine blutige Nase geholt, als er sich mit ihm angelegt hat. Oder, Steve? Sicher, Derek. Hier ist eine Sondergratifikation. Danke. Dafür, dass du den Kerl zur Raison gebracht hast. Jetzt verschwinde, Jungchen. Ich muss wieder an die Arbeit. Und sag deiner Mama einen schönen Gruß von mir. Sag ihr, du bist ab sofort mein neuer Assistent. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Vito, hätte ich fast vergessen. Joe hat eine Nachricht für dich. Du solltest. Bei Freddy Krüger. Mit dem Krüger-Verein. Headshot, so geht das. Nachrichten über zweiten. Be sure to see your Army Air Force's recruiters, so that you, too, can make a difference. Das ist was. Hey, the wild, Jack. Not you come back no more, no more, no more, no more. Weiß nicht. Der Kerl ist ausgerastet. Schaltet ihn aus. Roger. Oh Gott. Ganz toll. Normaler Körperbau. Du wirst von der Polizei gesucht. Zieh dich um. Alles klar. Sorry, aber anders hättest du nicht los.
Hätte ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Ich überfahre dich. Flieh um deine Mamis Ehre. Stimmt auch gar nicht. Der Kerl lügt. Ich bin zahm wie eine Katze. Aber jetzt schlag dich fest. Hätte ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Ach, halt die Schnauze. Alles klar. Du fahr! Nein! Komm schon! Scheißdreck! Und wenn das einer auch kennt, vielleicht auch bitte sagen, das Lied. Komm ich schon, ich brauch ein Auto. Bleib stehen. Ah, das sind die Bullen. Scheißdreck. Scheiße. Scheiße. Aktion abgeblasen. Zurück zur Wache. Scheiße. Nein, pfui! Oh, ich weiß, dass du es. Hätte ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Ja, dunkles Haar, große Schippen. Roger. Ich warne dich, du legst dich mit deinem S-Gex drum. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Ich habe ihn gewarnt. Arsch. Was ich ein bisschen doof finde, dass man nicht aus dem Auto schießen kann. Press Radio News. I'm Lowell Harris. Not since Paul Revere has the phrase "the British are coming" been so important, as British and Canadian forces have now reached the south bank of the Rhine River. Reports are still coming in, but it appears that the Allies have moved another step closer to victory in securing this symbol of Nazi resolve. The taking of the Rhine is viewed as key to the impending invasion of Germany. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Komm schon, steig aus, beeil dich, beeil dich, renn um deine Mutti, schlag die Scheißtür ein. An alle, Aktion abgeblasen, zurück zur Wache. Ich kann mich hier so leicht erkennen. Wo ist der Hutladen? Wo ist der Hutladen? Freunde! I win those you. Darauf muss ich erstmal eingesoffen werden. Kann ich helfen?
möchte saufen. Ich kann nicht saufen, bin zu doof zum Saufen. Hey, wo bleibst du denn, Alter? Bin gleich nach deinem Anruf los, was gibt's denn? Weißt du noch die Mafiose, die wir als Jungs oft gesehen haben? Ja, wieso? Der Typ, der gleich kommt, ist einer von denen. Sein Name ist Henry Tomasino. Ich glaube, er hat einen fetten Job für uns. Kein Scheiß. Wenn er nur dünn wird. Jetzt ist Schluss mit dem kleinen Kram. Jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Ah, da kommt er. Red bloß kein Quatsch. Ciao, Henry. Alles klar? Hallo, Joe. Ist er das? Ja, das ist Vito. Ein alter Freund von mir. Freut mich, Mr. Tomasino. Du bürgst für ihn? Sicher, Henry. Ich leg die Hand für ihn ins Feuer. Okay, also ich habe einen Job für dich. Bringt gute Kohle. Ich brauche Benzinmarken. Die sind ein Vermögen wert, weil Sprit knapp ist. Woher kriegen wir die? Von der Preisaufsichtsbehörde. Das ist eine Bundesbehörde. Ist das nicht ein bisschen riskant? Was? Hast du die Hosen voll? Nein, nein, nein. Ich überlege nur, wie wir das einfädeln können. Ach, das wird ein Kinderspiel. Die Marken sind nachts im Safe deponiert, aber ich wette, der Schlüssel liegt irgendwo rum. Habt ihr jemanden da drin? Die Schwester von einem unserer Jungs. Sie ist dort Putzfrau. Kann die uns helfen? Frag sie doch selbst. Sie heißt Maria Agnello. Hier ist die Adresse. Grüß sie von mir. Gut, und der Safe? Was, wenn der Schlüssel nicht da ist? Das ist dein Problem. Was springt dabei raus? Ich zahle dir $600 pro 10.000 Gallonen Sprit in Marken. Okay, wir sind dabei. Nein, nein, das muss Vito allein erledigen. Für dich habe ich einen anderen Job. Also, wie sieht's aus, Vito? Kein Problem. Hey, vergiss nicht, eine Knarre mitzunehmen. Man kann schließlich nie wissen, was passiert. Vorsorge ist besser als Nachsehen. Kapisch? Moment mal, du überfällst hier keinen Schnapsladen. Der Job muss sauber ablaufen. Wenn der Alarm losgeht, gibt's nur ein Drittel der Kohle. Kapiert? Ja, alles klar. Kein Problem. Ich also, kann es gar nicht verhindern, dass der Alarm losgeht. Gut, bis später. Viel Glück, Vito. Okay, die Aufnahme ist versaut. Ah, ich werde immer noch gesucht. Ja, ist das nicht schön? Ach, Mann. Durchs Menü, bitte. Darf's was zu trinken sein? Ja. Bitte, wohl bekommst. Hi. Was steht da? Hab eine gute Zeit. Ah, ihr zwei Süßen. Rein da. Warte mal, Feuer. Ich tue so ein Hütchen an, ne? Kohle dürfte ich ja haben. Schnell, Beeilung, Beeilung, mal Beeilung, Beeilung, Beeilung. Boah, Tür eintreten. Diese Qualität ist ihren Preis wert. Ach ja. Freizeitanzüge sehen so genial aus. Sie haben Geschmack. Die Undertaker. Nämlich wir sehen dann die Blues Wallers. Auf bald, Sir. Warte, so macht man doch keine Tür zu. Ich meinte auf zum Rausgehen. So geht das. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle was gelernt, Kinder. Immer so die Tür machen. Wisst ihr, so macht das kein Mann. Schnauze. Aha. Weiß nicht. Keiner gesehen. Das war nichts.